Heute besuchen wir das Pushkar Children Trust. Es ist eine kleine Organisation, welche 2013 von der Dänin Trine gegründet wurde. Sie arbeitet zusammen mit den Zigeunern in Pushkar und durch Patenschaften erhalten die Kinder die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Da zurzeit der Kamelmarkt in Pushkar stattfindet, ist das Lager der Zigeuner an den Rand der Stadt verdrängt worden. Hier besuchen wir die von Trine betreuten Familien und machen uns ein Bild von den Lebensumständen. In dem Camp gibt es weder Wasser noch Strom und die Familien leben vom Sammeln von Plastikflaschen, der Herstellung kleiner Strohpferde als Kinderspielzeug, vom Betteln und Musizieren auf Hochzeiten. Gemeinsam mit Trine besuchen wir die Schule, in die die Kinder gehen. Für 140 Euro im Jahr ist es möglich, einem Kind den Schulbesuch zu ermöglichen. Zum Pushkar Children Trust gehört ebenfalls ein kleines Zentrum, wo die Kinder nach der Schule zum Lernen und Spielen hingehen können. Thank you.
Thank you.